üben wir jetzt mal. Der Slogan geht, wir sind hier, wir sind laut, weil man uns das Ganja klaut. Wir sind hier, wir sind laut, weil man uns das Ganja klaut. Wir sind hier. Hallo. Damit ich mich nicht ganz verquatsche, habe ich das alles ein bisschen aufgeschrieben, um den Zeitplan einzuhalten. Also, ich werde immer wieder gefragt, warum ich mich ausgerechnet in der Drogenpolitik engagiere. Drogenpolitik betreffe ja nur eine kleine Minderheit, sei eine Fußnote, ein Nebensatz in der großen Politik. Und Wahlen kann man mit diesem Thema auch nicht gewinnen. Für mich jedoch bewegt sich die Drogenpolitik im Kern unseres demokratischen Selbstverständnisses. Es geht um Grundfragen und um Grundwerte. Es geht darum, in welcher Weise wir mit einem gesellschaftlichen, sozialen und kulturellen Konfliktfeld umgehen. Mit einer Drogenpolitik, die auf ideologischen Vorurteilen, Repression und Strafverfolgung beruht, mit solch einer Politik sägen wir am demokratischen Ast, auf dem wir sitzen. Global dient der Drogenkrieg dazu, systematisch Menschenrechtsverletzungen zu legitimieren. Laut Amnesty International wurden allein im Jahr 2011 488 Menschen wegen Drogendelikten hingerichtet. Die Todesurteile, so Amnesty International, werden in einem unfairen Verfahren gefällt, Geständnisse oft durch Folter erpresst. Deshalb kritisiert Amnesty International auch die westlichen Staaten, die den Iran bei der Bekämpfung der sogenannten Drogenkriminalität unterstützen. Weitere Länder, in denen Menschen wegen Drogenbesitzes oder Handels exekutiert werden, sind unter anderem Vietnam, Saudi-Arabien, China. In Thailand und Mexiko gibt es dazu extra legale Hinrichtungen unermesslichen Ausmaßes. Auch der Zustand in vielen sogenannten Drogenkliniken gleicht eher dem von Strafarbeitslagern. Folter, Entwürdigung und Ausbeutung sind an der Tagesordnung. Anfang dieses Jahres starben in Peru 29 Menschen in einer sogenannten Drogeneinrichtung. Als nämlich ein Feuer ausbrach, konnten sie sich nicht retten, hatten keine Chance, weil sie eingeschlossen waren und niemand eilte ihnen zur Hilfe. Aber wir sollten uns nichts vormachen, drakonische Strafvorhaben gibt es auch bei uns ganz in der europäischen Nachbarschaft. In Ungarn plant die rechtsnationale Regierung eine drastische Verschärfung des Strafrechts. Der Konsum und der Handel auch von sogenannten leichten Drogen in geringer Menge soll künftig mit heftigen Strafen geahndet werden. Wird man beim Rauchen eines Joints erwischt, so der Plan, soll eine Haft von 2 bis 8 Jahren drohen. Auch in Deutschland ist die Frage von Drogenpolitik und Menschenrechte relevant. Immer wieder gibt es Meldungen über Polizeiübergriffe und Polizeiwillkür. Die Zahl der Telefonüberwachungen steigt stetig. Der Brechmitteleinsatz wurde erst auf internationalen Druck eingestellt. Und zahlreiche kranke Menschen wird die Medizin verwehrt, die ihnen helfen könnte. Durch die Drogenpolitik werden Menschenwürde und Menschenrechte im großen Stil bedroht. Also kann es sich nicht um einen Nebensatz und keine Fußnote handeln. Es geht um grundlegende Entscheidungen. Weichenstellungen, die alle betreffen. Keine Fußnote. Menschenrechte gehören in die Drogenpolitik. Wir müssen endlich auf einen grünen Zweig kommen. Um überhaupt von einer demokratischen Drogenpolitik reden zu können, sehe ich 5 Punkte, die ich kurz vorstellen möchte. Das wäre sozusagen die Basis, das Fundament, die Voraussetzung. Es wären politische Entscheidungen, die auch ohne Risiko zeitnah umgesetzt werden können. Erstens, der Besitz jeder Art von Drogen zum Eigengebrauch darf nicht länger strafrechtlich verfolgt werden. Die Kriminalisierung der Gebraucher war politisch, juristisch und menschlich ein grundlegend falscher Schritt. Zweitens, Angebote zur Drogenhilfe
brauchen Rechtssicherheit. Auch hier ist jegliche Kriminalisierung umgehend zu beenden. Dazu gehört unter anderem die Möglichkeit, geschützte Drogengebrauchsräume mit geschultem Personal einzurichten, Drug-Checking, also eine Qualitätskontrolle auch bei illegalen Drogen durchzuführen und eine sachliche Aufklärung im Sinne von Safe Use über alle psychoaktiven Substanzen. Drittens, die medizinische Nutzung von Drogen darf nicht länger durch das Strafrecht behindert werden. Allein der behandelnde Arzt im Einvernehmen mit dem Patienten sollte über passende Therapien entscheiden. Und dies gilt nicht nur für die Suchttherapie oder den Einsatz von Hanf als Heilmittel, sondern auch in der Schmerz- und psychotherapeutischen Arbeit. Viertens, Hanf und das Coca-Blatt müssen ganz aus dem Strafgesetz herausgenommen werden und deren Anbau und Verteilung auf legale Regulierungsmöglichkeiten mit Qualitätskontrolle und Jugendschutz gestellt werden. Fünftens, die Bundesrepublik muss jegliche polizeiliche Zusammenarbeit mit und kriminalistische Unterstützung von Staaten, die bei der Drogenbekämpfung eklatant gegen Menschenrechte verstoßen, abbrechen und einstellen. Diese fünf Schritte sehe ich, wie gesagt, als Voraussetzung, um überhaupt von einer demokratischen Drogenpolitik reden zu können. Auf dieser Basis müssen dann weitere Schritte und Entscheidungen fallen. Aber sie wären die Voraussetzung, die wir umgehend auch umsetzen könnten. Noch eine persönliche Sache. Wir stehen hier kurz vorm Brandenburger Tor. In 2 Tagen wiederholt sich das Datum, an dem hier einst ein architektonisches Ungetüm entstand. Der Staat hat mit Willkür eine Grenze gezogen, eine Mauer mit allen tödlichen Konsequenzen. Wir haben in der DDR dennoch für Demokratie und Menschenrechte gekämpft. Und diese Mauer fiel dann fast über Nacht in sich zusammen. Auch die Prohibition ist eine Willkürgrenze des Staates, eine Mauer mit allen tödlichen Konsequenzen. Aber ich bin sicher, dass auch diese Mauer einfallen wird. Nicht von allein, wir haben da noch viel zu tun, aber es ist möglich. Die Hanfparade ist eine Menschenrechtsbewegung. Mit diesem Anspruch und Selbstbewusstsein sollten wir auch auftreten. Vielen Dank, dass ihr heute da seid. Vielen Dank, Michael. Das waren deutliche Worte und das stärkt uns natürlich auch,